Sushi. Verdammt lecker. I gave you the key when the door wasn't open. Just admit it. See, I gave you faith and your doubts and a hope, and can't deny it. Now I'm all alone and my joys turn them open. Tell me, where are you now that I need you? Where are you now? Where are you now that I need you? Couldn't find you anywhere. Where you broke down, I didn't leave you. I was by your side. So where are you now that I need you? Tokio. Ich bin jetzt hier in der Lobby, in meinem Hostel. Hier ist gerade nichts los, deswegen habe ich doch noch hier meinen Blog, weil in meinem Zimmer oder in meiner Kabine, wo ich bin, da kann ich leider nicht so laut sein. Es ist alles nur Papierwände und ich glaube, jetzt, wo ich jetzt hier runtergekommen bin, hat gerade neben mir im Nebenzimmer geschlafen. Da kann ich jetzt nicht einfach anfangen zu reden und deswegen habe ich gedacht, jetzt gehe ich mal in die Lobby. Wollte eigentlich noch ein paar Videos schneiden. Ich war heute an der Shibuya-Kreuzung. Ja, es ist zwar eine stinknormale Kreuzung bloß, aber da ist halt nichts Großartiges. Ich sage einfach groß und sobald dann für die Fußgänger grün geschaltet wird, dann rennen halt alle kreuz und quer und wie Ameisen. An der Kreuzung ist ein Starbucks. Da habe ich mir da oben reingesetzt, habe mir einen Kaffee geholt. Und habe da mal ein bisschen zugeschaut und das ist schon krass. Also wenn da die ganzen Leute dann anfangen, bei grün über die Ampel zu laufen, von allen Ecken und Läden wirst du bombardiert mit Glitzer und Funkel und hast du nicht gesehen. Aber gut, das ist Japan, das ist Tokio. Aber ich muss sagen, also von der Stadt her finde ich Tokio ein bisschen schöner. Es ist mehr gegliedert, es ist nicht ganz so viel los. Und als in Shanghai oder Peking. Morgen werde ich versuchen, vielleicht einen Friseur zu finden, weil die Matte hier oben muss mal wieder geschnitten werden. Und vielleicht könnte ich auch wieder ein bisschen was am Bart machen, der mich auch dann versteht, was ich überhaupt haben will. Sonst schaue ich dann auch wahrscheinlich aus wie die meisten Jugendlichen. Der Spa-Bereich für Männer ist hier echt cool, aber das Duschen ist ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, wie die hier duschen. Hier gibt es also nur eine einzige Dusche, die westlich ausschaut. Also so wie wir es auch gewohnt sind. Der Rest ist einfach so ein Hocker, wo du einfach nur da sitzt. Ja gut, ich habe auf jeden Fall jetzt noch so ein Asahi gezogen aus dem Automaten. Das japanische Bier ist eigentlich ganz gut. So schaut es hier in der Lobby aus. Da hinten, wenn man hingeht, da nach hinten, da sind noch so hier komischen Automaten, wo du, da kannst du sogar Essen ziehen. Das heißt, du kannst dir da sogar, gibt sogar so Burger und Pommes und sowas kannst du dir aus dem Automaten holen. Und gleich daneben noch so ein Getränkeautomat, gibt es auch Asahi-Bier und sowas und verschiedene andere Sorten.